Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing und einen Gerätetest. Naja, also Unboxing wird kurz werden und Gerätetest ist auch ein bisschen übertrieben von dem Chipsmacher. Schaut es euch an, ich glaube, das wird spannend. Ja, wie schon angekündigt, heute so ein kleines Unboxing und Gerätetest. Ich hatte es ja schon gesagt, so ein Unboxing ist ein bisschen übertrieben. Das hier ist der Chipsmacher. Zumindest steht es so auf der Packung. Haben wir gerade erstanden, letzte Woche auf der Infa hier in Hannover, haben wir das ja mal so schön Hausfrauenmesse. Ich wäre gerade dran vorbeigelaufen, hat tatsächlich meine Frau gesehen und hat das erstanden. Wir haben sich hier was mitgenommen, denn die Vorführung da war tatsächlich beeindruckend. Ich war nicht sicher, ob das ein Trick war oder nicht, aber ich habe mir gesagt, ich nehme es mit. Also unverbindliche Preisempfehlung 19,95. Boah, war jetzt nicht so ganz billig. Falls wir das bezahlt haben, das weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Ja, das war wohl der Preis. Dazu kam allerdings jetzt noch das sogenannte Zaubergewürz. Auch das gucken wir uns nochmal an. Man konnte entweder das Zaubergewürz dazu nehmen, nach meiner Erinnerung, oder einen Hobel. Den Hobel habe ich nur, einen Hobel habe ich genug. Wir werden das gleich mit dem Nicer Dicer machen, mit dem Chef, mit dem Großen. Da ist nämlich so ein wunderbarer Kartoffelhobel dabei. Also hier haben wir stattdessen dann das Zaubergewürz bekommen. Und ja, das ist das Gerät in Anführungszeichen. Ist übersichtlich, oder? Ja, hier steht also drauf, der Chipsmacher, Kartoffeln etc. in Scheiben schneiden. Wir werden gleich sehen, man muss schon dünne Scheiben schneiden und gucken, nach Belieben würzen und dann in die Rondellschlitze stecken. Und dann sind hier nochmal so Angaben, wie lange man eine Mikrowelle dafür braucht. Schauen wir mal, ich zeige euch das gleich, was ich für Erfahrungen damit schon gemacht habe. Ja, und jetzt machen wir das Unboxing. Ha, das ging schnell, oder? Das war auch schon alles. Also das ist hier so ein Silikonteil. Ne? Das, mal gucken, ob das geht, was hier versprochen wird auf der Packung. Denn es sollen also gehen Kartoffeln, aber wohl auch Gemüse, Chips. Und wir werden das jetzt ausprobieren. Ich zeige euch jetzt, wie ich das mache. Und zwar mit Kartoffeln. Ich habe hier mir ein paar Bio-Kartoffeln besorgt. Die werde ich nicht schälen. Also wir nehmen die wirklich ungeschält. Die habe ich nur jetzt sauber gebürstet nochmal und natürlich gründlich abgewaschen. Also eine ganz normale Kartoffel. Und dann werden wir auch gleich den Test machen hier mit einer Süßkartoffel. Denn es gibt ja auch Süßkartoffelchips. Ich mag die eigentlich sonst nicht. Aber zum Testen machen wir das heute mal. Also hier so eine Monster-Süßkartoffel und normale Kartoffeln. Und dann packe ich mal jetzt meinen Nicer Dicer aus, damit wir erstmal Scheiben kriegen und loslegen können. Ja, wie bereits gesagt, auf der Packung hier, logischerweise, wir wollen Chips haben. Also da beginnt man vermutlich mit dünnen Scheiben. Zunächst mal hier von Kartoffeln. Wir machen ja erstmal Kartoffelchips heute. Ne? Und hier habe ich jetzt meinen eigenen Hobel. Ich nehme jetzt hier heute vom Nicer Dicer Chef Deluxe hier das Gerät. Das ist nämlich prima dafür geeignet. Ne? Da habe ich einen Hobel drauf, zeige ich euch gleich. Wer das Gerät noch nicht kennt, ich blende euch jetzt mal oben das Unboxing ein vom Nicer Dicer. Ne? Hier also jetzt der Hobel dabei und ihr seht jetzt hier, kann man das halbwegs erkennen, den kann man ja hier verstellen. Ne? Und die Scheiben mache ich nicht ganz so dünn. Also ich mag sie nicht ganz so dünn, aber ich kann es jetzt schwer messen. Ne? Ihr seht ungefähr, was ich genommen habe hier. Also mal einen dünner vielleicht. So. Das wird die Stärke werden und ich baue mal hier mein Nicer Dicer auf. So. Und jetzt geht das eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt jetzt einfach die Kartoffel, legt die oben rein hier in den Nicer Dicer. Und ihr müsst noch nicht mal drücken hier, das Gerät müsst ihr noch festhalten. Und dann schiebt ihr so lange, bis die Kartoffel alle ist. So. Erste fertig, bleibt so ein kleiner Rest hier. Wie viel haben wir jetzt? Ja, hier für den ersten Test gleich geht das. Da kommen wir noch eine zweite. Reicht erstmal. Und ihr seht jetzt hier, oh, das sind schon dünne Scheiben, ne? Also das ist jetzt echt ein dünnes Scheibchen hier, was ich hier gemacht habe. Ich habe es nicht ausgemessen, aber ihr könnt es sehen. So, erster Schritt. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das mache.
stellen die mal weg hier, packen das mal nach hinten. Ich mache es jetzt wie folgt. Ich nehme jetzt hier das Haushaltspapier und jetzt nehme ich mal hier die Tüte Zaubergewürz. Und ich sage euch schon mal, einen so einen Bogen hier, das ist gar nicht so schlecht, das ist ein guter Anhaltspunkt so für die Hälfte des Rings, denn auch das erkläre ich euch gleich. So, jetzt gebe ich also hier schon mal Gewürz drauf. Das ist übrigens tatsächlich ganz lecker, kann ich schon sagen. Hier, was ist da drin? Karotte, Pastinake, Zwiebel, Petersilie, Knoblauch, Pflanzenöl, ein bisschen Vitamin B2 angeblich und ein bisschen Farbstoff. Aber geschmacklich kann ich schon sagen, nicht schlecht. So, jetzt lege ich hier meine Scheiben hin und übrigens ein ganz heißer Tipp, große Kartoffeln machen große Scheiben. Ja, also wenn man hier so eine kleine Kartoffel hat wie ich, dann hat man natürlich auch kleine Scheiben. Ihr ahnt jetzt schon, wie das weitergeht hier. So, erste Runde. Und jetzt klappe ich das einmal rüber und mache jetzt einmal hier die obere Seite trocken, damit das Wasser so ein bisschen raus ist. Das geht nämlich schneller, da wäre mir kein Öl dran. Und jetzt würze ich die obere Seite nochmal. Vorsichtig, so wahnsinnig viel braucht ihr dafür nicht. Das geht übrigens auch gut mit Pommes frites Salz oder Pommes frites Gewürz. Das gibt es ja inzwischen auch extra. Und das kann man auch gut benutzen. So. So, jetzt nehmen wir unseren Ring. Und jetzt empfehle ich euch schon mal, bestückt nur jede zweite Spalte und nicht jede. Das geht besser. Habe ich schon ausprobiert. Wenn ihr ihn ganz voll macht, dann braucht ihr deutlich länger für den Ring. Und zwar mehr als doppelt so lang. Also es macht einen Sinn, lieber nur jede zweite. Und ihr seht hier von der Menge her, das passt wahrscheinlich so halbwegs. Ja, den einen packen wir noch dazwischen hier. So, so sieht das aus. So, ich sage euch da schon mal, ich würde es so machen, wie ich es jetzt hier euch zeige. Nehmt euren Teller, ich habe jetzt eine Mikrowelle, da dreht sich nichts mehr, sondern wir haben so einen Glasteller hier drin. Nehmt diese Glasscheibe aus der Mikrowelle raus, also euren Glasteller oder eben den runden Teller. Und jetzt gebt ihr auf den Teller nochmal zwei Lagen Haushaltspapier. Das führt nämlich dazu, dass die Feuchtigkeit gleich hier gesammelt wird. Und jetzt setzt ihr den Ring hier drauf. So, so sieht das aus. Na, wenn ihr den Ring halb voll macht. So, erste Rutsche fertig. Und ihr hört es vielleicht schon. Und ihr seht, die sind wirklich braun. Und? Kann man das hören? Ich halte es ans Mikro. Ja, kann man. Ich beiß mal rein. Ja. Und sie sind richtig crunchy. Also, ihr hört es. Wirklich crispy. Das Gewürz ist klasse, was sie dabei haben. Cool, oder? Wir machen mal die nächste Rutsche, mal gucken, wie lange die dauert. Und dann gucken wir mal, wie es mit Süßkartoffeln aussieht. Ja, die Süßkartoffel ist ein bisschen groß. Und deswegen kriegen wir natürlich jetzt so da nicht rein. Ich schneide jetzt mal hier vorne hier so die Spitze ab. Und dann machen wir mal... Oh, das klappt, ne? Ich weiß gar nicht, das klappt. Ob die nicht zu hart, zu groß, zu schwer ist. Schauen wir mal. Nee, geht 1A. Ups, da hier vorne kommen wir raus. So, oh ja. So, jetzt seht ihr hier, so sehen die Süßkartoffelscheiben aus. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die genauso verarbeiten können. So, ich habe hier noch genug Gewürz drauf. Da muss ich jetzt nicht unbedingt nachwürzen. Süßkartoffeln sind nicht so feucht wie die normalen Kartoffeln. Würzen. So. Ja. Schauen wir mal. Ja.
Ihr hört's. Knusprig sind sie auch geworden. Auch sehr heiß. Aber ihr seht, und ich halte es nochmal ans Mikro, auch die Süßkartoffeln funktionieren. So. Ja, bin ich zufrieden? Ja, ich glaube schon, das Ergebnis ist jedenfalls gut. Ihr seht, ich habe hier jetzt Kartoffelchips. Das waren 2 mittelgroße Kartoffeln, die ich dafür gebraucht habe. Und diese Gewürzmischung, ja, also hier das Zaubergewürz, das muss ich sagen, das ist gut. Ich finde, es ist ein bisschen pastinakenlastig, das schmecke ich, aber trotzdem gut. Ne? Also besser muss man sagen als Pommesgewürz, aber Pommesgewürz geht eben auch. Das hier also ist ja dabei. Die Chips hier von den Süßkartoffeln sind auch richtig gut. Also mir schmecken die sogar bald noch besser als die Kartoffelchips. Da scheinen sich die Geister. Meine Frau mag die lieber. Aber ich finde die richtig, richtig lecker. Ne? Und ich halte es wieder mal ins Mikro. Ne? Die sind richtig crunchy, die schmecken richtig gut. Dadurch, dass sie ein bisschen süßer sind, finde ich es eine tolle Kombination. Also ich mag die sehr gerne hier. Ja, ansonsten muss man haben eben einen Hobel. Der ist aber sonst, muss man fairerweise sagen, bei den 19,95 mit dabei. Den habe ich jetzt nur nicht genommen, weil ich ihn schon hatte. Dafür eine Tüte Zaubergewürz. Ne? Also hier so ein Gemüsehobel braucht man schon, sonst wird es nichts. Ja, das Ding ist wirklich unkaputtbar und schnell sauber gemacht. Also ich habe jetzt hier 4-5 Durchgänge gemacht. Man braucht ja ein bisschen. Aber einmal abgespült, ein bisschen warmes Wasser reicht wirklich, im Zweifel sogar in die Spülmaschine. Ne, hier für den Chipsmacher. Ja, man braucht ein bisschen. Die Chips dauern natürlich ein bisschen. Dafür hat man kein Öl dran. Dafür hat man keinen Geschmacksverstärker. Man weiß ganz genau, was dran ist an seinen Chips. Und kann mit relativ gutem Gewissen sich ein paar Kohlenhydrate reinziehen. Der Glücksfaktor bleibt immer unten. Also wirklich an sich eine tolle Sache, muss ich sagen. Hab nichts zu meckern. Das Einzige vielleicht, naja, der Preis. 19,95 ist schon ambitioniert. Ne? Also ist nicht gerade ein Schnäppchen, muss man sagen, aber ja, dafür ist das Ding auch wirklich einfach zu bedienen, einfach zu reinigen. Also, ich bin zufrieden. Ich würde ihn, glaube ich, wieder kaufen. Hat mir gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch für meine selbstgemachten Chips hier mit dem Chipsmacher. Es funktioniert. Abonniert gerne meinen Kanal und ansonsten bis demnächst. Bye. Koch mal schnell.